Hallo, wir sind hier bei der Cooperativa Ceramica Imola in Italien zu Besuch. Im Moment sind wir hier im Showroom. Wir haben uns vorhin schon das Museum angeschaut. Die Ceramica Imola feiert dieses Jahr Genau. 150-jähriges Bestehen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, auch für die italienischen Keramikhersteller. Neben mir Andrea Cavina. Hallo, willkommen Alexandra. Vielen Dank für die Zeit. Du bist zuständig in Deutschland für, vielleicht möchtest du es selber erklären? Ja, genau. Also ich arbeite hier für die Kooperative Ceramica Imola seit 16 Jahren und ich bin seit einigen Jahren zuständig für Österreich und Bayern bis auf Hamburg, also die ehemalige ostdeutschen Länder. Wie gesagt, dieser Abenteuer von Imola geht weiter. Unser Jubiläum ist uns ganz wichtig, 150 Jahre Geschichte. Wir haben gerade am 6. Juli unser Jubiläum gefeiert mit unseren Mitarbeitern. Und wie gesagt, jetzt kommt der Zasaia mit noch einer Entwicklung. Wir sind noch in einem Moment, wo wir weiterdenken, was für die Zukunft noch kommen wird. Also ständig am Entwickeln von neuen Ideen. Wir haben vorhin im Museum gesehen, das geht ja eben weit zurück. Die Ceramica Cooperativa Ceramica Imola hat angefangen mit der Herstellung von Geschirr. Wann ist dann die keramische Fliese dazugekommen? Also es hat alles angefangen mit der Gründer Giuseppe Bucci in 1874. Das sind die allererste Genossenschaft gewesen. Dann 1913 beginnt die Produktion von der ersten Fliese. Die Firma versteht, die Genossen verstehen, sie müssen was alternativ entwickeln. Und sofort sind die Mengen gekommen. Und dann ist eine ganz wichtige Entwicklungsphase angefangen. Bis zum Zweiten Weltkrieg, da müssen wir noch mit uns anpassen. Diese Firma hat wirklich mehrere Situationen überlebt, und hat immer weiter nach vorne geguckt, weiter investiert, trotz aller Schwierigkeiten. Ihr seid mit drei Marken unterwegs, also eine Gruppe praktisch. Vielleicht kannst du noch kurz dazu sagen, wie sich die Marken unterscheiden und was speziell auf dem deutschen Markt gut ankommt. Sehr gerne. Also, wir haben drei Hauptmarken. Ich bin für die Marke Imola zuständig. Es ist die Marke, die als Hinhalter verschiedene Identitäten hat. Imola ist die stärkste Marke. Wir haben beide Produkte, die ganz technisch sind, also Feinzeug, sowie Produkte, die mehr sind für die Architekten oder für die Ästhetik gemeint sind. Dann gibt es die Marke La Faenza, die ist für uns der Hochniveau von unserer Firma. Die spricht von Eleganz, von Interior Design und was wir als Luxussegment genannt haben. Dann Leonardo. Leonardo spricht die Sprachen von der Architektur. Leonardo macht nur Produkte, die technisch sind, meistens ohne Glasur. Und unser Ziel ist immer mehr, so eine Marke Richtung Architekten zu bringen. Komplett Purist, weiter mit dieser Philosophie, die heutzutage wenige Unternehmen entwickeln und dass wir noch weiter vertrauen. Und zur Casaie, ihr seid auch mit einem Stand dort vertreten. Was ist geplant? Es gibt Neuheiten auch hier vor Ort zu sehen im Museum. Wir konnten schon ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Es gibt auch hier im Showroom jede Menge Neuheiten, die zurzeit gerade aufgebaut werden. Also das ist jetzt die Vorbereitungsphase. Was kommt Neues? Also das haben wir bereits mit unserer Marketing-Managerin besprochen. Wir sind ein Vulkan von Ideen. Die haben wir einfach die letzten Jahre etwas fokussiert. Aber für unser Jubiläum wollten wir etwas Besonderes machen. Also wir sind unbedingt dabei bei der Messe in Bologna und parallel auch hier. Samstag bis Mittwoch werden wir Events, also Galaabend für unsere Top-Kunden organisieren. Wir werden schon Neuheiten entwickeln. Die sind teilweise eine Ergänzung von Serien, die wir schon im Katalog haben, und teilweise eine totale Innovation. Also Imola macht noch Forschung, innoviert weiter. Und wir werden auch ein paar Überraschungen für unsere Kunden am Tesai zeigen. Und was ist das, was wir hier hinter uns sehen? Diese besondere Wand?
Also ohne Zufall sind wir bei der Serie Crew. Ist eine Sammlung mit drei Seelen, wo wir neue Glasuren präsentieren werden. Das heißt, eine Oberfläche, die extra weich ist für Bitter, das ist Naturstein, dann eine Holzoptik, die auch eine ganz weiche Oberfläche hat und dazu Umami, die allererste Oberfläche bei uns ist, die das Licht absorbiert. Mhm. Das heißt, man muss beide Sprachen sprechen, also Technologie, Innovation und Design. Und beim Crew, die haben sich komplett verschmelzt. Also die können wir als Paket auf einmal präsentieren. Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne.